In der heutigen Ausgabe vom Frequent Traveler Weekend Update geht es in der Woche 8 2021 um natürlich Airbus oder aber auch um Hilton, Hyatt, die alle ihre 2020er Ergebnisse mit einem Verlust bekannt gegeben haben, aber auch um Lufthansa mit einer neuen Partnership und All Accor hat, ja, wie heißt das Programm? All Accor? Accor All? Also ALL. Auf jeden Fall, die haben eine Fast Track, wie ihr Gold und Platin bekommen könnt. Weiter geht's nach dem Intro. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bringe euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status und heute mehr News. Und die News sind ganz einfach von Airbus sehr, sehr erschreckend. Man hat Flugzeuge ausgeliefert, man hat auch neue Bestellungen annehmen können, aber natürlich nicht auf dem Niveau wie davor. Davor konnte man die Flugzeuge gar nicht schnell genug produzieren und jetzt sind sie quasi ja irgendwie Ladenhüter. Wobei aber die neuen CEOs, hätte ich fast gesagt, Neos sind es natürlich, also die New Engine Options, für jede Fluggesellschaft ein Muss sind, weil sie ihre Kosten reduzieren wollen. Auch die 350-Serie, die also auch sehr effizient ist, sind da natürlich gute ja, Produkte. Hotelketten haben erfahrungsgemäß Verluste gemacht. Hyatt zum Beispiel hat über 200 Millionen gemacht, haben aber noch über 500 Hotels in der Pipeline. Also das sollen noch 500 Hotels kommen. Dann Hilton hat auch die Zahlen bekannt gegeben, hat auch einen Verlust gemacht. War also nicht wirklich toll. Man hat aber trotzdem einen verhaltenen Ausblick in die Zukunft, weil man davon ausgeht, dass im Sommer das wieder ein bisschen mehr mit dem Reisen werden soll. Für die, die bei KLM Flying Blue sammeln, da ist es ja so, dass der Status sich ja verlängert hat. Ja, wenn der Status bis zum 31.12. diesen Jahres 2021 ausgelaufen wäre, wurde er verlängert. Coole Geschichte, oder? British Airways hatte den Airbus A318 nicht nur in Rente geschickt, sondern auch aufs alten Teil, toten Teil. Ich weiß nicht, wie man es macht. Auf jeden Fall wird es ein Teilespender. Geht nach Frankreich. Vielleicht gibt es davon ja auch irgendwann mal bald AirTags. Berliner Flughafen, diesmal nur eine Randnotiz. Das Terminal 5, was also das alte Terminal war am Flughafen, ist wieder off the line genommen worden, ist also wieder aus der Produktion rausgenommen worden. Da gibt es keine Flüge, die werden halt jetzt nicht mehr darüber abgewickelt. Ist halt ein Intermezzo und man sagt jetzt wirklich für ein Jahr Schluss mit lustig. Dann hatte ich euch ja versprochen, dass es den Fast Track von ALL gibt, also von Accor für Gold und Silber. Und Austrian Airlines hat auch als Thema nachher, wo ich etwas näher drauf eingehe, eigentlich sogar jetzt drauf eingehe, die Hoffnung, dass es im Sommer wesentlich besser wird. Zum Ende des Jahres war es ja wirklich bei der Austrian Airlines sehr, sehr schlimm. Die waren unter 10% von dem, was sie in 2019 geflogen sind. Jetzt sind sie schon auf 15, aber nur noch 15%. Und das ist halt im Vergleich mit dem Angebot, was man hatte im Januar, Februar 2019. Man will das im Sommer ändern, indem man viele sind es Warmwasserziele, ja, natürlich Mittelmeer ist Warmwasser, da ins Angebot reinholt. Und da werden halt 20 Destinationen angeboten. Ja, es sind teilweise Destinationen, die wir alle kennen. Oder aber auch eine alte Destination für uns in Deutschland, die wir dort leben, Hannover. Hey, Austin fliegt wieder direkt. Das war Eurowings-Gebiet. Heißt also, da ist wieder eine Neuerung seit 2008. Also Anfang der 2000er, 2004 oder sowas sind die geflogen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und deshalb gibt es auch noch neue Ziele im Streckennetz. Wir haben Barcelona, Dubrovnik, Florenz, Göteborg, Košice, Krakau, Lemberg, Odessa und Oslo. Man sieht also, es ist sehr, sehr lastig Richtung Wien. Was ja auch sehr gut ist, dass man den Hub damit ein bisschen wieder einzigartig und in der Stellung macht. Und im Sommer will man wirklich 150 Flüge pro Woche, und das sind die Warmwasserziele, die ich meinte, zu Feriendestinationen durchführen. Das ist Griechenland und Zypern, das sind Italien, Spanien, aber auch die Türkei sind halt wirklich so, ja, soll man es Hoffnungsträger nennen oder soll man es einfach so sagen, dass es so ein Strohhalm ist. Also man hofft einfach, dass dort das wesentlich besser wird. International wird es da auch etwas neuere Ziele geben. Ich meine, die Ziele sind altbekannt, aber sie werden halt wieder aufgenommen. Amman, Bangkok, Chicago und dann natürlich Tokio wieder im Flugplan. Ich persönlich finde Tokio super toll, deshalb freue ich mich. Da müssen wir einfach mal schauen. Ich hatte einige Flüge von Griechenland, habe ich euch vorenthalten.
Ich hätte einfach besser und schneller scrollen sollen. Das wären Flüge nach Heraklion. Wer es nicht weiß, wo es ist, Kreta, auf der Insel Kreta. Da gibt es ja auch zwei Flughäfen, eine Seite, eine andere Seite. Und dann nach Larnaca, Palma de Mallorca, Ibiza, Rhodos, Mykonos, Kos, Catania. Catania ist das andere auf Kreta, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann natürlich Kanarische Inseln, die auch mit der Frequenz wesentlich erhöht wird. Und man möchte halt wirklich dann auch die Feriendestinationen zu den Sommerferienzeiten wieder erhöhen von der Frequenz. Und das ist doch eine super Sache. Hannover kann ich nur noch mal erwähnen, wer mit Austrian Airlines ab Hannover fliegen will, er kann es jetzt tun. Man braucht nicht mehr Eurowings fliegen, also insofern direkt nach Wien. Von der Lufthansa-Mutter gibt es auch Neuigkeiten. Die hat nicht nur mit der Air Baltic ein Agreement geschlossen, sondern auch ein Codeshare-Agreement geschlossen, ganz genau. Das heißt also, dass man im Sommerflugplan eine Partnerschaft hat, indem man für beide Airlines ja, sich im Prinzip Vorteile erhofft. Ich glaube mehr, dass die Vorteile für die Air Baltic-Lungs da sind, weil Air Baltic damit sich ans Lufthansa-Netz anschließen kann und dann die Flüge halt weiter codesharen kann und dann aus dem Baltikum, also wie gesagt aus Riga nach München zum Beispiel, wo geflogen wird, dann aufs Lufthansa-Netz umschwenken kann. Aber auch aus Frankfurt. Also insofern schauen wir einfach mal nach, wobei Frankfurt ja selber auch nach Riga fliegt. Also schauen wir mal, inwieweit das ein Vorteil wird. Was leider in dieser ganzen Thematik nicht so ganz klar kommuniziert worden ist in der Pressemitteilung in meinen Augen, ist, dass man, was macht man denn mit den Vielfliegern? Bekommen wir Loungezugang? Wer schon mal in Riga war, und ich bin selber bei Air Baltic VIP, ich komme in die Lounge, die ist okay, aber das ist jetzt nichts fancy. Aber der Flughafen selber ist sehr effektiv und effizient und auch ja neu eigentlich. Also insofern, das wäre mal interessant zu wissen, ob wir dann auch Vorteile bekommen bei denen. Eine Randbemerkung übrigens noch. Die Flugzeuge bei Air Baltic sind 2,3 Jahre alt im Schnitt. Die haben die einzige A220er-Flotte weltweit. Das heißt einfach, dass man ja ein super Flugzeug hat. Ich persönlich mag die A220. Wenn ihr zur A220 was sagen wollt oder zu anderen Flugzeugmodellen, schreibt es in die Shownotes. Kein Problem, können wir gerne darüber diskutieren. Ich freue mich. Und ein interessanter Flug ist auch mit der A220-300 und zwar von Riga nach Abu Dhabi. Ja, die fliegen nach Abu Dhabi. Flugzeit, ich meine, es sind 4,5-5 Stunden. Also nagelt mich nicht darauf fest. Also insofern doch schon mal eine coole Geschichte. Ich persönlich habe es noch nicht gemacht. Wäre vielleicht mal einen Report wert. Dann Lufthansa hat auch sich natürlich um ihre Flugzeuge in der Planung Gedanken gemacht. Die 777X hat sich ja verschoben. Natürlich nicht nur, weil Lufthansa die nicht haben will im Moment, weil sie nicht gebrauchen kann, sondern weil Boeing natürlich das auch alles deferred hat und auch Emirates da im Moment ein bisschen Probleme hat. Also schauen wir einfach mal nach. Aber man hat 150 Flugzeuge, die man weniger in der Flotte haben möchte. Also 763, glaube ich, waren in der Flotte vor der Krise. Davon 150 weniger. Sind schon eine ganze Menge. Also wenn man sich das anguckt, ist das ein großes Schrumpfen. Und Lufthansa hat immerhin noch 66 Festbestellungen. Ja, man hat noch 26 Airbus 350, glaube ich, offen. 20 Boeing 787-9er, ja, den Dreamliner, wo es ja auch leider im Moment Probleme gibt bei Boeing. Da gibt es ja diese Airworthiness Directive, wo man die, was sind das für Panels? Das sind so Overpressure-Panels wegen Feuer und so weiter, wo man das Halongas mit kontrolliert in der Cargo Bay, wenn da Feuer ist. Und die müssen halt kontrolliert werden und da gibt es halt ein Problem. Schauen wir mal, wann das in Europa soweit ist. Und dann natürlich nicht zu vergessen, last but not least, die 20 777-9. Also insofern schauen wir mal, was die Lufthansa daraus macht. Dann habe ich euch noch versprochen, den Fast Track, und zwar für Accor. Wer Kunde ist oder noch nicht Kunde ist, kann halt den Gold-Status relativ schnell bekommen oder aber auch den Platin-Status. Und man muss sich dafür anmelden. Wenn ihr noch kein Mitglied seid bei Accor, ihr könnt das sofort ändern, meldet euch an und dann kommt ihr auch direkt in diese Fast Track für Accor plus Silber- und Gold-Mitglieder-Promotion. Und es ist halt so, man muss sich registrieren,
jetzt seit 15. Februar bis zum 15. April das Angebot. Den Link habe ich auch in den Shownotes für euch. Und dann könnt ihr da natürlich dann profitieren. Wichtig ist aber, die ganzen Angebote, wenn ihr die bucht über Booking.com oder andere Online-Travel-Agencies, zählen nicht. Ihr müsst die auf Accor buchen, weil sie sonst wirklich nicht gelten. Der Aufenthalt muss sein zwischen dem 15. Februar und dem 31. August 2021. Und nach der Anmeldung kann man je nach Status kann man halt von einem Guthaben profitieren. Das heißt also, ein Silbermitglied, was sich für dieses Angebot anmeldet, bekommt 10 Statusnächte zusätzlich zu den doppelten Statusnächten gutgeschrieben, die für jede Nacht des Aufenthalts verdient werden. Kann man verdient werden sagen? Ja, ich glaube schon. Also die man sich erschläft. Wenn man Gold hat, dann kriegt man 15 Statusnächte und hat damit dann den Vorteil. Ich bringe euch das Bild auch in die Ecke, dann seht ihr das nochmal, wie viele Nächte ihr jeweils für den Status braucht. Und wie gesagt, vergesst nicht, bei der Promotion immer als Referenz die 013178 anzugeben. Diese Woche sind das etwas weniger News, etwas kürzer, weil ich noch die Vorbereitung für heute Abend habe. Wir haben heute wieder einen Call, ich habe auch noch ein paar Beratungen. Wenn ihr also noch eine Beratung zu Meilenpunkten Status haben wollt, bucht sie einfach, auch der Link in den Shownotes. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Weekend Update Folge 8 oder Woche 8 2021. Und ich freue mich, von euch wieder zu hören. Bis bald.